willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Collect Panini Euro 2020 Trading Cards. Ja, Wolski, die Kick-Off-Serie. Und Leute, ich habe heute was vorbereitet. Ich bin ein cleverer Fuchs. Ich bin wirklich ein cleverer Fuchs, da muss ich mir alleine mal auf die Schulter klopfen, weil ich habe hier eine Liste vorbereitet mit den ganzen Base-Karten, die uns fehlen. Das heißt, ich muss die Base-Karten nicht mehr sortieren. Die Power-Karten lege ich alle auf einen Stapel, weil die Power-Karten sowieso in der Regel uns fehlen, sage ich mal, ne? Die Base-Karten sind halt immer die Menge der Karten, die wir immer nachgucken und dann, ja, ich habe die alle notiert in meiner schönsten Handschrift. Wenn ihr übrigens Bock habt auf die Karten oder die Sticker, die Euro-Sticker zur Europameisterschaft 2020 selber zu sammeln, selber auszupacken, könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung auschecken, der führt euch nämlich zum Panini Online-Shop. Ich habe das nächste Display am Start, viel Päckchen habe ich nicht mehr, ne? Also ich sag's euch ganz im Ernst, ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das in den nächsten Tagen und Wochen machen wollen. Also, was heißt Wochen? Ich denke mal, in den nächsten Tagen wird das hier fertig sein mit dem Base-Garten. Ich öffne heute 4, 5, 6, 7, 8 öffne ich heute. Also, ich öffne heute ein Viertel vom Display. Ein Viertel vom ganzen Display. Und die Base-Karten kann ich hier einfach gucken, ob ich die schon habe oder nicht habe. Und dann easy. So, hier die Trikots und die ganzen Powerkarten lege ich halt extra hin. Beziehungsweise die sortiere ich schon nach den Nummern so ein bisschen. Dann haben wir hier Jadon Sancho mit der 381. Online-Code geht wieder raus an euch. Und jetzt halt die Base-Karten. Und jetzt können wir halt gucken. Aha, 208. 208 fehlt nicht, ist doppelt. 72 ist doppelt. Die 10 ist doppelt. Die 126 ist auch doppelt. Die 53 haben wir noch nicht. Aha. Brave Wave haben wir noch nicht. Das heißt, die 53, Jungs, da können wir direkt hier den Stabilo-Stift nehmen. Stabilo wie ein Stift. Und guck mal, zu Yunshu. Aha. Moin, Meister. Zu Yunshu kann auch wegstreichen hier. Easy, Alter. Jungs, was bin ich denn nicht? Also, ich bin wirklich, da muss ich wirklich sagen, ich bin echt ein cleverer Fuchs. Ich bin echt ein cleverer Fuchs. Stefan Ilsanka und Granit Xhaka. Ilsanka und Chakerchen, dann Online-Code, die nächsten Basis, das ist doppelt, 204 ist doppelt, 120 ist doppelt, 197 ist doppelt, 137 ist doppelt und die 64 ist auch doppelt. Nächstes Päckchen, starten wir mit Hugo Lloris und mit der Trio-Karte von Russland. Russland, 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 Russland. Zack. Mario Fernandes ist doppelt, Raheem Sterling ist auch doppelt, Lewandowski habe ich auch schon, Harry Wilson haben wir auch schon, und Wüthra haben wir auch schon. Oh, Topmaster, die habe ich mir nicht notiert, Topmaster und also die ganzen Powerkarten habe ich sowieso nicht notiert, Trikot, dann haben wir Seferovic und wir haben Donnarumma, das ist die 6, Donnarumma habe ich schon, ist doppelt. Donnarumma ist doppelt. Eieieiei. Also, Topmaster-Karten doppelt zu haben, ist immer doppelt so bitter. Das ist immer doppelt so bitter. 25, 20 habe ich und die 172 habe ich auch. Ein paar Base-Karten würde ich heute schon noch gerne nehmen, die wir da abhaken können. Wacklick. Joe Felix. Shining Star. Online Cody Bodie. Dann haben wir Nikolic. Celutzka, 190, 160, die 100 und die 21. Nada Niente. Drei Päckchen haben wir noch. Das sind die Powerkarten. Drei Stück sogar diesmal. Sehr nice. Powerkarten sortiere ich dann sowieso gleich nochmal. 199 Junok haben wir. Haben wir. Zwei. Zwei klitzekleine Päckchen. Lorenzo Insigne und Jordan Pickford. So, jetzt gönn aber. Jetzt gönn jemanden, den ich hier abhaken kann. 143 haben wir schon. Haben wir schon. Eieieiei. Letztes Pack. Italien-Trikot. Dann Rice und Henderson und die letzten Basies. 105, 136, die 58 und die 222. Nix. Zwei Basekarten hatten wir heute gerade mal dabei, die wir einsortieren können.
Also das finde ich schon ein bisschen. Das fühlt sich zäh an. Das fühlt sich wirklich zäh an. So, ich sortiere mal ganz kurz hier die Powerkarten. Das geht ja relativ schnell, weil es halt nicht so viele sind. Und ich glaube, aber von den Powerkarten habe ich auch ein paar doppelt. Das ist auch leider nicht zu vermeiden. Muss man ja mal sagen. 238 kommt noch davor. Dann Seferovic. Kommt dann hinter Kramarici. Granitchaka, die 301. Kommt da noch dazwischen, die 261. Und die erste Karte davon. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir hier aber erst die zwei Basies, die ich mal ganz kurz einsortieren werde. Das ist nämlich zu Yunshu. Mit der 201. Der kommt da oben rechts hin. Einer fehlt noch von der Türkei, das ist die 200. Und Brave Wave mit der 53 kommt dann dementsprechend hier ganz vorne ins Heft. So, Belgien-Trikot hatte ich glaube ich schon. Nee, habe ich noch nicht. Sehr gut, okay. Habe ich mich verschätzt? Ich hätte jetzt gedacht, dass ich das Belgien-Trikot schon habe. Umso besser, dass ich es nicht habe. Umso besser, dass ich es nicht habe. Das Italien-Trikot, das habe ich aber leider. Ist aber, also ist somit doppelt. 158. Das russische Trikot habe ich leider auch schon. Und jetzt gucken wir hier rein, in die ganzen Powerkarten. Österreich haben wir Ilsanka schon. Bitter. Tschechien haben wir Wacklik schon. Ey, das kann nicht sein. Haben wir jetzt alles doppelt hier oder was? Hugo Lloris haben wir auch schon. Insigne haben wir auch schon. Da muss ich ganz tief durchatmen. 286. Mikael Lustig haben wir auch schon. Jordan Pickford haben wir auch schon. Ich sag da jetzt mal nichts zu. 229, aha. Moin, Messe. Granitchaka kommt wenigstens ins Heft hier. Kramaric haben wir auch schon. Seferovic. Sieht gut aus. Seferovic haben wir noch nicht. Bam. Declan Rice Henderson haben wir schon. 367. 367 haben wir schon. 374. Haben wir schon. Jadon Sancho. Haben wir da auch schon. Oh, was ist das denn hier? Und die 403 haben wir noch nicht. Ciao, Felix. Ach du Kacke, Jungs. Was war das hier heute für eine Folge? Also ich habe einen Tinnitus von doppelt, 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 doppelt. Wir machen morgen weiter. Wahrscheinlich auch nochmal morgen 8 Päckchen. Und mal schauen, wie viele morgen, also wie viele Karten wir morgen hier abhaken können. Also zumindest von den Base-Karten hier, ne? Die Power-Karten ist ja eigentlich klar, dass die seltener sind, ne? Aber Base-Karten würde ich schon relativ schnell voll bekommen. Und das werden wir voll bekommen. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.